Aber der vermeintliche Missetäter, der Mestize Alvaro, ist nicht nach Amerika geflohen. Er und seine geliebte Leonore haben sich auf der Flucht vor dem rachsüchtigen Carlos aus den Augen verloren. Leonore glaubt Alvaro tot. Sie sucht Zuflucht in einem Kloster, um für ihr unverschuldetes Verhängnis zu büßen. Alvaro meint, Leonore sei nicht mehr am Leben. Er nimmt Kriegsdienste als Offizier an. Beide kommen von ihrer schicksalhaften Leidenschaft nicht los. Leonora, erbarm dich mein, und ende meine schwere Pein. Leonora, erbarm dich mein.